dahin. Wo immer das hier jetzt so ist, wie es ist. Na komm schon, komm schon. So. Kommen wir auf jeden Fall schon mal wieder da raus. Autsch. Aber ich baue hier unten gerade was Cooles, das heißt, wir Autsch. haben gleich Platz. Hörst du die Zombies nicht? Ja, und wie kommen wir jetzt wieder hoch? Ich habe nur noch eine Leiter. Hochbauen. Ich habe genug Material einstecken. Ja, dann geh mal bitte da weg. Danke. So kommen wir nicht mal die Leiter ran. Ah, doch jetzt. Ja Mensch, es wird langsam Tag. Weichet von uns, ihr blöden Biester. Oh nein. Was? Der Creeper voller Was? Zombies. Ich kloppe mich hier oben schon. Ich habe den Nicht sterben, Heilvorteil. bitte. Down! So, ich die Holzhacken. Wünsch mir Glück. Ja. Aber dir darf nichts passieren, versprochen. Ist noch ein Zombie? Na egal. Und was machst du da gerade Feines? Baue hier unten weiter aus. Hört man irgendwo etwas? Nein. Oh, ich bin gerade wie dem Schaf erschrocken. Ja gut, dann erzähl du mal deine Erlebnisse Was für Erlebnisse? von dem Unglück, was uns widerfahren Achso. ist. Es war, ich habe Kohle gefunden, aber es war schrecklich. Tausende von Menschen stürzten in die Tiefen. Die Schreie von Frauen und Kindern und es ist einfach nicht zu beschreiben. Guckt euch den Film an, der einfach in 75 Jahren kommt. 85, Naja, Entschuldigung. aber der Film, der wird doch etwas unrealistisch sein. Einfach deswegen, weil obwohl diese Hauptspielerin im eiskalten Wasser hockt, hat sie keine steifen Nippel. Davon mal abgesehen, ist das echt schlimm. Sie sitzt die ganze Zeit drauf und lässt ihren Freund einfach im Wasser erfrieren. Ist das nicht schlimm? Können die nicht mal tauschen? Vielleicht will er auch mal ins Warme. Ja, man hält ins Warme. Frauen sind einfach so egoistisch. Aber gut, ich meine, wir haben es überlebt. Wir sind die Glücklichen, die Gewinner Ja. sozusagen, wenn man es so Ja. sieht. Ich kann uns übrigens gleich mal Betten machen. Super, ich baue hier richtig unten ein kleines Häuschen, ja. Ich Das ist gehe jetzt schon. aber nicht ohne Schwert ins Bett. Also wie im realen Leben auch. Und ich gehe nicht ohne Frau ins Bett. Tja, da musst du erstmal mit einem Creeper vorlieb nehmen. Kann ich mitleben. Aber denk dran, ich schlaf an der Wand, ja? Okay. Gut. Ich glaube, das wird erstmal reichen. Ich habe Eisen gefunden. Oh mein Gott.
Ja. Der Kuh. Hat die irgendwas Nützliches für uns? Heute. Können wir auf jeden Fall schon mal safer Sex haben. Ja. Oh Gut, mein dann. Gott, Hilfe! Was denn? Kann man nicht so rum. Hier sind Zombies. Ich höre eine Spinne. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Früher oder später müssen wir sowieso alle. Aber ich will noch nicht sterben. Lass mich raten, du bist noch Jungfrau? Nein. Sag mal, du bist Tini, du stoppst ja eh ständig. Aber in der nächsten Folge komme ich wieder. Das ist ein Deal. Okay. Ich habe keine Spitzhacke mehr, verdammt. Ich habe, warte, 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 8 mal Eisen, 20 mal Kohle. Ja, dann komm mal hoch. Kann ich nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht mehr, wo es Da, hochging. wo ich zugebaut habe. gut, ich habe schon wieder alles aufgemacht. Siehst du, wo ich bin? Wir müssen Guck jetzt mal mal nach da oben. unten. Warte, 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 warte. Ja, jetzt sehe ich es. Alles klar, es wird zwar jetzt gleich dunkel, aber kriegen wir hin. Gut, dann. Kannst du oben bitte aufmachen? Ich kann sonst nicht weiterbauen. Ich Ich habe weiß gerade nicht mehr, keine wo ich bin. Spitzhacke. Oh, ich bin schon durch. Traumhaft. Schubst mich doch Nein! nicht. Du hast mich runtergeschubst. Okay, das war beschissen gesetzt. Ja, aber sowas von. Nein! Was war beschissen gesetzt? Das Holz. Ah, okay. Du musst mir auf jeden Fall, hast du noch Holz? Ich brauche bitte ganz, ganz dringend zweimal Holz. Dankeschön. Cella wie? Ja, jetzt bin ich abgestürzt. Töte mal bitte die Kuh. Ich hab nichts zum Töten. Die versucht mit mir zu liebäugeln. Das mag ich gar nicht. Arr. Die steht nun mal auf dich, die Kuh. Gut, dann nehmen wir noch den Boden aus. Autsch. Mann, diese unglaublich gravierenden Baufehler hier. So, hast du noch Sand? Was Sand? Sand. Ganz viel. Ja, damit. Vielen Dank. Also übertreiben muss es nicht unbedingt. Nicht? Okay. Nö. So, reicht dir das? Was? Die Betten? Ja, die reichen. Fürs Erste war. Ja. Gut, dann warten wir kurz aufs Glas. Nehmen wir das hier schon mal und dann machen wir hier den mal dicht.
Nein! Ich mal mit meinen Bauchfedern hier. Das ist ja unerhört. You can only sleep at night. Ja, ist echt schlimm. So, und das heißt, you can only sleep at night. Ich kann auch tagsüber. Du kannst nur anderen. Nein, du kannst nur nachts schlafen. Schwachsinn. Nein, tagsüber haben wir unser Lebens. Haben wir alles Mögliche von uns zu retten, uns Nahrung zu beschaffen und wir können tagsüber nicht schlafen. Na dann beschaff du doch mal Nahrung. Bin doch schon auf dem Weg. Ich bin für die häusliche Einrichtung zuständig. Ich hoffe, ich finde dann wieder zurück. Etc. pp. Wenn nicht, dann baue ich eine Trillerpfeife. Ich hab zwei Schnitzel. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Doch. Was? Ein Drittel von dem Glas, wo ich brenne, wird sofort wieder zerstört, weil ich es einfach nicht richtig setzen kann. Okay. Ja, diese Maus ist eklig. Gut, was für ein Ding. Besorg uns auch nebenbei noch mit Holz, ja? Was? Besorg uns nebenbei noch Holz für eine Leiter. Ich hab doch hier eigentlich genug Holz. So, der Boden wäre schon mal fertig. Hol mal noch eine Tür. Oh mein Gott, es wird schon wieder dunkel, ich sterbe bald. Da ist ein Schwein, da ist ein Schwein, da ist ein Schwein. Du Schwein, komm her, komm her, komm her. Ich brauch dein Fleisch. Und dann hast du nicht mehr was. Oh. Oh mein Gott. So. Ich würde dann mal sagen, du kommst mal lieber nach Hause. Bin schon auf dem Weg, bin schon auf dem Weg, bin schon auf dem Weg. Die Tür ist gebaut, kommt also rein. Hast du schon ein Schwert? Mhm. Dann würde ich sagen, dann, ups, geh mal gleich mal schlafen, oder? Das war so klar. Wieso ist ein Zombie da gespawnt? Ich bin tot. Das passiert. Deswegen gehe ich. Lebst du noch? Ich lebe noch. Aber deswegen sagte ich, ich gehe nicht ohne Waffe ins Bett. Ich brauche unbedingt so einen Ausbruch. Wie kam der da rein? Weiß ich nicht. Das war wahrscheinlich eh nur ein schlechter Traum. Können wir uns dann wieder hinlegen? Mein Inventar ist weg. Ja, ich hab's. Können wir uns erstmal hinlegen? Ja. Ich dachte, du schläfst nur an der Wand. Leg dich hin, ich schlafe schon. Skelett! Mann, Mann, Mann.